Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrat, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Im November, hier ist Jens Faultrath im schon recht dunklen Berlin und ja, wie sieht es in Darmstadt aus? Es ist eigentlich relativ hell noch, finde ich. Also ich bin sehr glücklich, kaum bewölkt und sehr hell, also in Darmstadt ist alles in Ordnung. Aber du hast auch noch einen Namen, oder? Ja, der Stefan. Sehr gut. Wie gewohnt. Muss man hier schon ordentlich machen, soll ja alles ordentlich sein, genau. November, feist anstrengender Monat, zum Glück letzter Tag, 29.11. ist die Aufnahme. Live gehen wir wahrscheinlich dann am Montag, spätestens Dienstag nächste Woche, so Anfang Dezember. Zwei Konferenzen, ein Workshop, Kundentermine und der helle Wahnsinn, drei Kreuze, wird Zeit, dass er rum ist, dieser November. Und du warst ja auch mit Bier in Salzburg. Ja, genau. Wir hatten ja unser Google Search Console Seminar. Du hast ja auch bestanden, also gerade so. Ja, aber, war knapp. War ja auch nur der Grüß-August, also passt schon. Genau, bin ich aber ganz bei dir. Sportlicher Monat, also so sportlich, dass man auch mal seinen Namen vergisst, wie eben. Wird Zeit, dass Weihnachten näher rückt und es mal etwas ruhiger wird. Genau. Ansonsten, jetzt ein kleiner, kurzer Recap an der Stelle von beziehungsweise Sachen, die ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, die ich mal vorstellen wollte, gerade von der SEO-Com, weil die rum ist. SEO-Day sind schon so viele Sachen live, da brauchen wir gar nicht mehr großartig viel zu sagen, außer dass die Seilklinik extrem Spaß gemacht hat dieses Jahr. War natürlich auch viel stärker vorbereitet und wir hatten ja drei Seiten, kamen zeitlich nur durch zwei. Der dritte, der sich freiwillig gemeldet hatte, mit dem habe ich die Woche noch eine Stunde lang telefoniert, um das Ding per Hand einfach durchgegangen, weil also wenn die sich schon da teilnehmen, dann sollen die auch irgendwas von haben. Also das soll ja schon alles ordentlich sein und hat sich da auch sehr bedankt. Das haben sich alle drei und fanden das wirklich ein schönes Format. Ich hoffe, wir kriegen das nächstes Jahr wieder hin, auch wenn es eine Menge Arbeit macht. Aber es macht halt auch Spaß. SEO.com. Was gibt's dazu zu sagen? Also wer es noch nicht mitbekommen hat, die Keynote von Markus Tandler ist live. Ich hau einen Link rein, der geht dann ab Minute 23 los. Vorher sind erstmal so ein bisschen Ambient-Stille, dann schöne Sachen, die Oliver sagt, kann man sich ruhig auch mal anhören, aber wenn es wirklich nicht vor Ort ist, dann ist es nicht ganz so emotional. Wer Lust hat, springt einfach zu Minute 23 und es war eine fantastische Keynote. Es war seine letzte und er hatte immer viele, viele spannende Themen drin gehabt. Also die ziemlich viel über BERT, Google jenseits von Suchanfragen, eben ein bisschen Ausblick, Discover, was ja sehr, sehr stark über Entitäten funktioniert und so weiter. Also waren viele Sachen drin, die man sich einfach mal wirklich anschauen konnte, sollte, weil spannend ist. Alternativ könnt ihr natürlich alle seine verlinkten Dokumente lesen. Es ist dann noch spannender, allerdings auch wesentlich anstrengender und weniger entertainend. Also das an der Stelle mal zu sagen. Dann habe ich, und das stand lustigerweise auf seiner Website nicht drauf, also sie hatten noch so ein Format, das hieß SEO Quickies. Gab es vorher auch auf der OMX, da gab es Online-Marketing-Quickies. Das waren einfach vier Leute, die diesen Slot geteilt hatten. Jeder hatte 7 Minuten und die haben nicht zusammen ein Thema gemacht, sondern es waren vier unterschiedliche Themen. Also ganz quick einfach mal in das Thema reinzugehen oder irgendeinen kleinen Hack vorzustellen oder also nicht im Sinne von, ich habe einen Google-Hack, sondern so ein kleiner Live-Hack, Daten-Hack, whatever, also was einen gerade irgendwie cool ist und nicht ein komplettes Thema versuchen zu erschlagen. Und das Format hat mir von daher sehr viel Spaß gemacht, weil wenn man mal jemand drin sitzt hat, der was erzählt hat, was einen jetzt nicht so interessiert, ist man einfach sitzen geblieben, weil in den 7 Minuten schaffst du es nicht mehr bis zur Toilette und zurück. Und hast den nächsten angehört, weil der Bus das Thema wechselt gleich und diese kleinen Themen waren auch wirklich sehr spannend. Ich fand eigentlich, glaube ich, von denen waren 8 Stück, also 2x4. Ich glaube, ich fand 7 extrem gut. Einer war nicht mein Thema, also eine gute Ausbeute, aber auch nicht schlecht. Und einer, der mir sehr gut gefallen hat, war hier von den Kollegen von Wingman. Viele Grüße nach Hamburg an dieser Stelle.
Und jetzt habe ich mir seinen Namen nicht notiert und auf seinem lustigen Text steht es gar nicht drauf. Da doof, keine Autorenbox, das geht dann hier mit hier EAT, funktioniert das ja gar nicht, gell? Und zwar Textklassifizierung mit Fast-Text von Facebook. Und er hat hier, wir schauen euch den Link in die Shownote rein, da steht genau drin, wie das Ganze funktioniert. Die Modelle, die er da trainiert hat, sind runterzuladen. Und die Konferenz-Slides ebenfalls. Dazu ist wirklich eine schöne Idee, wo er gesagt hat, okay, wie kann ich irgendwie Texte mal so durchklassifizieren und auch oder kurze Suchanfragen durchklassifizieren und so sagen, was geht's denn hier ungefähr? Und dann natürlich mit Training seit Testzeit alles über diese nette Funktion, die einem Facebook zur Verfügung stellt. Und ja, fand ich eine wirklich sehr nette Anwendung, extrem pragmatisch, einfach zu machen. Also ich habe es sogar verstanden und wüsste, wie es tun müsste. Und ich bin jetzt technisch hier nicht so der Mensch, der so Sachen eigentlich bei uns macht. Dementsprechend einfach erklärt und gut gemacht. Kann man also dringend empfehlen. Links kommt in die Shownote. Dann waren Sabine und Johannes auf der Bühne. Und dann nochmal ein Riesendank an Sabine, also Sabine und Johannes, also Johannes Kunze von uns. Ich glaube, Sabine ist aktuell freelancermäßig tätig, da einfach mal auf dem Radar behalten. Die haben sich beide auf der Campings kennengelernt und Sabine hat dann Johannes angehört, wann wollen sie nicht zusammen etwas einreichen für die SEO.com. Das haben sie auch gemacht, ein sehr nerdiges Thema, und zwar Screaming Frog Crawls mit Nime. Auswerten und nach Google BigQuery schieben und dann über Data Studio lustige Visualisierungen drüber laufen lassen. Sind damit direkt auf der Mainstage gelandet, war auch relativ voll, hat mir sehr gut gefallen und die beiden haben es wirklich sehr, sehr schön zusammen gemacht. Also es war ein sehr harmonischer Anfang Vortrag, es war sehr genau beschrieben und trotzdem nur 30 Minuten, ist ein relativ komplexes Thema, deswegen hier auch in die Shownotes der langen Artikel von Johannes zu dem ganzen Thema, wo nochmal alles verlinkt ist. Und ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wer sagt, so viel Kram zum Lesen, habe ich keinen Bock drauf. Wir haben sehr schöne Nime-Schulungen, machen wir gerne bei euch in-house, müsst euch einfach nur melden. Dann kommt Johannes und oder Patrick oder beide, je nachdem, was ihr wollt, einfach vorbei und bringen euch mal bei, wie man so eine schöne Crawl mit Nime auseinandernimmt. Das BigQuery müsstet ihr euch dann nochmal selber draufbringen oder aber wir machen eine Zweitagesschulung draus. Auch kein Problem, einfach mal melden. Ansonsten die Sachen durchlesen und das reicht eigentlich auch, weil es ist da auch extrem gut beschrieben. So, last but not least, der Kollege Jens Altmann hat einen sehr schönen Vortrag gemacht zum Thema interne Verlinkung. Also funktioniert sie nicht? Wie hat er einen Testcase dafür aufgesetzt? Wie hat er das Ganze gemacht? Also alle Seiten sind erstmal von der Startseite aus verlinkt. Mehr gab es nicht. Also so schöne Testcase, hat 6 Stück dazu auch aufgesetzt, hat dann inhaltliche Leser der Dokumente ermittelt, hat dann die Verlinkung von den einzelnen Dokumenten untereinander gemacht, hat gesagt, wie viele Links wurden denn gesetzt und dann halt festgestellt zu sagen, wie entwickeln sich denn die Dokumente, die keine Links intern, also die nicht bearbeitet worden sind, wie entwickeln sich die Dokumente, die alle ausgehende Links hatten und wie entfernten sich die Link-Empfänger. Das hat er schön datenmäßig aufbereitet. So, und das Ganze hat er aufgenommen und die Aufnahme hat leider, wie gesagt, schon besser funktioniert. Das Mikrofon war besser als gedacht, es hat nämlich wie Hölle Gehalt. Dementsprechend hat er es nochmal zu Hause aufgenommen. Gibt's auf YouTube, Link kommt auch in die Shownotes, einfach mal anschauen. Allein schon auch zu sehen, wie man sich bemühen muss, da ein halbwegs sauberes Test-Setting hinzubekommen. Also auch das macht Spaß, er hat dann alles nochmal live getestet an serienjunkies.de, jenseits von seinen Testprojekten und hat da die Ergebnisse auch mit drin. Also einfach mal anschauen, lohnt sich wirklich und für jeden, der da irgendwie einen Test mitnehmen will, auch. Dazu auch nochmal ein kleiner Shoutout an der Stelle an Basti Grimm, der auch einen super geilen Vortrag über deren ganzen Testcases und Testaufbau von PeakAce erzählt hat. Da habe ich jetzt leider gerade ad hoc keinen Link gefunden, aber folgt ihm mal, hat gemeint, der wird davon einiges noch veröffentlichen. Vielleicht ist es auch schon veröffentlicht, ich habe es noch nicht gefunden. Haltet da mal ein Auge drauf, das waren A, sehr, sehr schöne Testcases, B, auch hier genau beschrieben, wie sie die Sachen machen und da das Ganze so aufgebaut ist, dass sie da mehrere Tests fahren können, würden wir sicherlich auch in näherer Zukunft da einiges noch von hören
Und an der Stelle einfach mal Danke an dieser Stelle raus an die Kollegen von PGAs. Genau. Das war das zur SEO.com. Housekeeping. Auch da geht ein Riesendank an Christian raus von Stolpitzer Media, Inhouse SEO, der unseren letzten Podcast zu dem SEO-News im Oktober sehr ausführlich kommentiert hat. Dafür erstmal einen Riesendank. Und er ist ein bisschen kritisiert, dass ich da etwas zu krass in meiner Aussage hinsichtlich Google kann die Autoren gar nicht erkennen in Autorenboxen. Es ging das ganze Thema EAT und dann sagen Leute, bei Autorenboxen rein, dann ringst du wieder besser. Und ich habe gesagt, ist natürlich Käse. Beziehungsweise wir haben noch nie ein Ranking wiederbekommen, weil wir Autorenboxen eingebaut haben. Deswegen könnt ihr das lassen. Die Aussage steht auch dazu, weil das sind halt die Sachen, die wir hier gesehen haben. Und grundsätzlich teilt ihr auch meine Meinung. Also das heißt grundsätzlich gar nicht. Ich hatte nur gesagt, ich war etwas zu hart und das finde ich natürlich schön, weil ich meine, wir haben ja oft nicht so viel Zeit, sonst müssten wir 4 Stunden podcasten oder hier 8, wie die Kollegen mit dem Wieso. Aber er hat darauf hingewiesen, dass es ein paar Sachen gibt, zum Beispiel, wenn in der Autorenbox ein Autor angegeben ist, der auch wissenschaftlich publiziert, dann hat natürlich Google über Google Scholar natürlich nochmal ganz andere Sachen zur Verifizierung und dann sind die auch meistens im Knowledge Graph vorhanden. Genau wie Gary Illis auch immer gesagt hat, dass halt bekannte Autoren von Magaz, von großen Tageszeitungen durchaus bekannt sind und auch im Knowledge Graph sind. Das heißt, wenn natürlich Menschen, die im Knowledge Graph sind, die kann Google natürlich sehr gut erkennen. Es wird nicht das Problem gelöst, was passiert, wenn ich einfach reinschreibe, die haben es geschrieben und haben es nicht getan. Ist rechtlich natürlich ein ganz anderes Problem, wenn es die Autoren irgendwann mal merken. Aber ansonsten, ja, in dem Bereich kann Google natürlich einiges machen und auch sehr automatisiert zuweisen, aber das ist halt dann doch eine sehr spitze Menge. Die meisten da Update-Opfer sind jetzt auch eher so, ja, die haben sowas halt schlicht und ergreifend nicht und die müssen das dann halt faken und dann halt trotzdem schlaue Autoren anzugeben, über die man aber nicht nachprüfen kann, ob sie schlau sind, dann ist das, es hat einfach noch nie was gebracht. Aber auch wie gesagt, auch da sagt er, er ist grundsätzlich mit der grundsätzlichen Ausgabe auch zufrieden, da hatten wir noch mal Glück gehabt. Aber natürlich gibt es diese Einschränkungen und etwas, weil es heute nicht geht, heißt ja nicht, dass es morgen nicht geht. Ich habe mich nur immer ärgere mich bei diesen ganzen Themen, bei den Updates, die jetzt gelaufen sind, immer diese Rumrennerei und fast bei jedem Kunden oder jedem, der anfragt oder den man auf den Gang trifft und sagt, ja, dann haben wir auch unsere Autorenboxen ausgebaut, ausgebaut, nicht im Sinne von ausgebaut, das ist nicht verdammt, sondern in breiter, größer, schöner gemacht. Und ich mir denke immer nur, warum? Genau. Also, damit der Quality Rater sie auch sieht. Genau, damit der Quality Rater sie sieht und sagt, oh, das ist aber eine Top-Seite, thumb up. Genau. So, aber kommen wir zu den Fundstücken. Und da ich jetzt schon so viel geredet habe, würde ich sagen, fängst du gleich mal mit dem ersten an, oder? Das kommt überraschend, aber das könnte man gerne machen. Da habe ich nämlich auch viel zu reden, zumindest viele Notizen. Jetzt gucke ich mal, wie schnell ich durchkomme. Das ist eine relativ schöne Case Study. Link kommt wieder, wie immer, in die Shownotes von, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, scrouts.gr. Ist bei mir ins Feed reingeploppt, weil der liebe große Erlhofer, auch nochmal viele Grüße an der Stelle, das Ganze mal getwittert hat, weil ich teile auch seine Meinung. Es ist eine schöne Case Study. Und zwar dieses Portal Scrouts, oder Scrouts GR, also griechisches Preisvergleichsportal. Ist ein Riesending. Naja, Preisvergleichsportale, wer kennt es nicht, die sind in der Regel riesig und als SEO hat man da eigentlich ein also mit Daten sollte man umgehen können, mit großen Datentöpfen, vielleicht auch mit Logfiles und mit großen Sachen in der Webanalyse. Das sind jetzt, was wir jetzt hier hatten, war so ein Fall, da waren halt 25 Millionen indexierte Seiten. Also nicht 25 Millionen Seiten, die irgendwie da sind, sondern die im Index waren. Für alle, die jetzt, also es sind jetzt irgendwie keine mega Big News dabei, wenn man viele Seiten ohne Traffic im Index hat, dann ist es halt doof. Das ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, oh, da kriegt jetzt eine mega neue Erkenntnis. Was ich nur sehr schön fand, ist, die Vorgehensweise ist eigentlich recht nett dokumentiert, deswegen lohnt sich das Ganze zu lesen, weil wie sind Sie reingekommen? Sie beschreiben es recht schön, so Part 1, Analyse.
Sie haben es zusammen mal angeschaut. Ich habe schon gespoilert, 24 Millionen Seiten im Index. Das ist schon mal schwierig und besonders schwierig wird das Ganze dann. Und das ist für Sie dann so der springende Punkt. Es sind wesentlich mehr Seiten, als Sie eigentlich gedacht haben. Ja. Meine Erfahrung ist, das ist in der Regel immer so. Wenn man so ein Riesending hat, dann sind das meistens mehr Seiten, als man gedacht hat, die da so im Index rumgondeln und irgendwelche kleinen Probleme, klein oder größere, gibt es immer. Was hatten Sie noch? Sie hatten das Problem, bei so großen Portalen ist so mit einer der redaktionellen Jobs, den man immer machen muss, ist ja einfach Kategorien splitten oder zusammenlegen, weil man merkt, okay, da ist jetzt ein Unterthema doch ein bisschen spezifischer. Man führt dann irgendwie zwei halbgute Rankings, optimiert man auf eins, indem man sagt, man macht dann nochmal zwei Kategorie-Seiten, weil man da genügend Angebot dazu hat und auch die Nachfrage entsprechend groß ist. Und da haben Sie gemerkt, wenn Sie das machen, dann ist Google da ziemlich langsam geworden. Ich habe mir gedacht, naja gut, langsam ist Google im Moment eh sehr, aber Sie haben dann auch geschrieben, es sind dann schon auch fast Monate, die es dauert, bis Sie wieder Ihr Top-1-Ranking zurückbekommen. Da hatten Sie das Gefühl früher, es ging einfach schneller. Plus Updates in Title und Description, also in den Metadaten, kommen extrem langsam an, gerade bei den Seiten mit weniger Traffic. Das sind also Sachen, das kann man sich durchaus mal merken. Ja, wenn ich so Probleme irgendwie habe, dann habe ich vielleicht auch ein Problem mit meinem Crawl-Budget. Und da sind sie erstmal hergegangen und ich glaube, das sagen wir in jedem Podcast mindestens 30 Mal, segmentieren, segmentieren, segmentieren. Heißt, wenn ich so eine große Seite habe, auch bei kleinen, sollte ich immer wissen, wie laufen bestimmte Seitentypen oder Seitenbereiche. Und sie haben das einfach mal gegenübergestellt. Einmal eine Seitabfrage, weiches Signal, aber kann man machen über die bestimmten Seitebereiche. Und haben einfach geschaut, wie viele Seiten hat denn Google dazu im Index. Dazu die Traffic-Zahlen, also wie hoch ist der Share an Organic Traffic insgesamt. Und die spannende Metrik, Index Pages we should have. Also wie viele Seiten haben Sie eigentlich geplant, die da jetzt irgendwie einen Index rumgeistern sollen? Und es war recht schön, weil Sie dann sagen, okay, wir haben 25 Millionen Seiten im Index, steht auch in der Search Console halbwegs so drin. Und eigentlich wollten wir nur 6,5 Millionen indexiert haben. 6,5 Millionen ist immer noch ein Haufen Zeug, aber fast 19 Millionen Differenz. Man merkt also, da ist irgendwie eine relativ große Lücke da. Und das Hauptproblem ist, Sie haben interne Search Pages, die waren indexierbar, das waren irgendwie so, also die haben Sie zum Teil immer noch indexierbar, da muss ein kleiner Disclaimer, es klingt für mich so, als würde ich das nicht so bauen, nichtsdestotrotz haben Sie Ihr Problem trotzdem im Griff bekommen und da waren halt so 13 Millionen Seiten, so Suchseiten, die halt irgendwie indexierbar waren, aber ohne Sinn von Traffic. Das war so die erste Bestandserhebung, haben Sie gesagt, ja Mensch, da müssen wir irgendwie was tun, wie kommen wir da ran? Und was er sehr stark betont, was Sinn macht, okay, Sie haben halt eine Taskforce gebildet, die nicht nur SEO beinhaltet, auch SEO, aber auch noch andere Leute aus anderen Bereichen und das heißt vorrangig auch Developer. Also die Entwickler müssen da wirklich mit an den Tisch, weil ansonsten kann man viel erzählen und rum analysieren, wenn aber keiner da ist, der ein technisches Verständnis hat, wie und was man lösen könnte, bringt das meistens nicht viel. Und sie sind hergegangen und haben halt gesagt, okay, wir schauen uns die Daten einfach mal mit Kibana an, also ein ELT-Stack. Den hatten sie eh schon im Betrieb und haben dort relativ schöne Logfile-Analysen gemacht. Also sie nutzen es auch ein bisschen zu Realtime-Monitoring. Das war auch so ein Teilprojekt des Ganzen. Und haben sie erstmal geschaut, okay, wie verhält sich der Googlebot überhaupt? Und auch eine schöne Sache, und das hatten sie wohl vorher auch schon, sie benutzen Custom HTTP-Headers. Also das heißt so, der Response-Header, wenn ein Dokument angefordert wird, gibt noch ein paar weitere Informationen mit. Also bin ich irgendwie eine Filterseite, was habe ich für einen Seitentyp, welche Parameter, die geben dem HTTP-Header mit, sieht der Nutzer erstmal nicht. Ist halt relativ schön, weil sie damit ihre Logfiles wieder einfach segmentieren können. Und so geht's halt wie bei jedem Datenprojekt, sie sind erstmal durch und explorativ, haben sich so ein paar Fragen gestellt und haben sich geguckt, wie der Bot so verhält. Also crawlt der Googlebot Seiten mit mehr als zwei Filtern? Wie viel crawlt er in einer besonderen Kategorie oder in den populären Kategorien, die sie haben? Oder was sind denn eigentlich so die Parameter, die sie an URLs haben, die der Bot überhaupt crawlt? Und das Ergebnis war, naja, also ihre Hauptproduktseiten, das war Produktseiten, Kategorieseiten, Suchseiten, Produktseiten, die Top Popular Products, das waren 200.000 von insgesamt 4,5 Millionen, die wurden fast jeden Tag gecrawlt, das war erstmal schön. Okay, da waren wir an der Stelle aktuell. Was dann halt nicht so schön war, war, naja, sie hatten so ein Medium-Core-Budget festgestellt von so 1 Million Seiten am Tag. Ist halt blöd, wenn man 25 Millionen im Index hat. Heißt also, knapp 1% der Seiten, die sie da im Index haben, konnte auch jeden Tag gecrawlt werden. Dann war das nächste Problem, 50% von diesem Core-Budget wurde irgendwie auf Seiten benutzt,
die halt relativ für die Tonne waren. Der hat kein Traffic, der Googlebot turnt trotzdem rum. Ein bisschen blöd. Plus, sie haben noch sehr seltsame Muster festgestellt. Also schaut auch ich meinen Artikel rein, wo sie sagen, ja, das war jetzt irgendwie nicht so gedacht. Das ist so das typische Punkt. Also irgendwelche Häufchen sind dann immer noch versteckt oder irgendetwas crawlt nicht so, wie es eigentlich sollte. So, das war so der erste Punkt der Analyse. Dann haben sie gesagt, okay, wie kommen wir dann jetzt eigentlich weiter oder was sollten wir eigentlich tun? Dann haben sie gesagt, okay, es gibt so primäre Ziele, die müssen wir jetzt angehen. Da haben sie jetzt auch von Februar 2018 bis Juni 2019 dran gearbeitet und gesagt, okay, sie sollten, ihr Hauptziel ist Crawl-Probleme, also so Loopholes haben sie es genannt, finden und fixen. Die Anteil der nutzlosen Seiten, also gerade in dem der internen Suchseiten, reduzieren, das heißt removing or consolidating, also irgendwie zusammenfügen und generell so die weichen oder die sekundären Ziele dazu wieder schneller indexiert werden. Und wenn jetzt irgendwo ein Crawl-Problem vorliegt, dann wollten sie es auch wissen. Und an der Stelle, ich glaube, ich hüpfe dann mal, also sie haben das schön erklärt, wie sie ihre Probleme identifiziert haben, haben das dann für sich auch in den Griff bekommen mit dem internen Follow, fand ich nicht ganz so schön, aber am Ende ist es eine Success Story geworden, also die Seite wird wesentlich häufiger gecrawlt und der Punkt Reduktion der Seiten, das ist immer so ein bisschen ein Punkt, sie beschreiben es relativ schön, dass sie sich ein Dashboard gebaut haben, mit dem sie dann halt wirklich die wichtigen Teile, also alles, was man nicht so automatisiert erkennen konnte, von SEOs intellektuell haben bearbeiten lassen. Und ich finde, das ist immer so ein Punkt. Ja, man sucht dann immer so nach den Quick-Fixes und bitte schreibt ein Skript und dann ist irgendwie alles gelöst. Gerade was so IA-Kategorisierung und wirklich, wenn man da an dem Ende wirklich performant sein will, gerade bei solchen großen Portalen, ist, glaube ich, ein sehr großer Teil auch intellektuelle Arbeit und den darf man nicht unterschätzen. Also da haben sie echt noch über ein Jahr gearbeitet und haben dort die wichtigsten Terme für sich identifiziert und daraus indexierbare Seiten gebaut und ist ein schöner Fall, ist dann ganz gut geworden, was sie am Ende, also es gab noch ein paar Soft Learnings mit, also was so das Thema No Index und wie häufig das gecrawlt wird ergibt, also da so zusammengefasst mit diesem Long-Term-Phänophil, es dauert eine Weile, also auch wenn Seiten auf No Index sind, dann kommt der Googlebot schon auch noch eine ganze Weile vorbei und was sie am Ende erreicht haben, wichtige Seiten, also dort, wo eigentlich auch der Traffic war, wo der Googlebot hin sollte, wurden auf einmal doppelt so häufig aufgerufen vom Googlebot. Das ist schon mal ein relativ netter Effekt. Wenn Sie jetzt die Kategorien wieder ändern, also wenn Sie jetzt sagen, Sie splitten etwas in spezifischere untere Kategorien auf oder Sie legen wieder etwas zusammen, dann dauert es nur noch 3-4 Tage, bis Sie wieder komplett da sind mit einem Ranking, mit einer neuen Seite. Klicks, Impression, Position hat sich deutlich verbessert und sie haben jetzt halt auch ein schönes Monitoring aufgesetzt, mit dem sie halt auch merken, wenn irgendetwas schief geht. Also sie haben dann auch nochmal ein bisschen was an der Architektur geändert und haben sofort gemerkt, wenn der Googlebot in irgendwelche Parameter reinläuft, konnten dann ein Skript identifizieren, was irgendwo verschachtelt war, was da ein bisschen Quatsch ausgeführt hat. Kurz, lange Rede, kurzer Sinn, schönes Thema, wie man mit Logfiles und Crawling Probleme analysieren kann. Nichtsdestotrotz wirklich nur bei großen Seiten. Vieles kann man auch mit ein bisschen Bauchgefühl, also kann man sich auch schon denken, aber wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine große Inhouse-Abteilung und ich möchte das Thema nachhaltig und dauerhaft in den Griff bekommen, hier kann man sich mal so ein erstes Beispiel nehmen, wie man an der Stelle rangehen könnte. Das heißt, wenn ihr solche Probleme habt, Artikel lesen oder ruft vielleicht auch unseren Patrick an, der hat sowas auch schon öfters gemacht und hat auch seinen Spaß dabei. Ja, definitiv haben wir ja gerade auch für eine große Seite mit mehr, weit über 25 Millionen indexierbaren, von den Nicht-Indexierbaren wollen wir gar nicht reden. Ja. In einem krassen Workshop hatten wir auch, glaube ich, Ende Oktober, Anfang November oder so. Im wunderschönen München, das war auch, haben wir geschwitzt und manche Sachen mussten wir auch hochrechnen anstelle, weil man einfach nicht Inside durchkommt. Also das, man sollte sich nicht klar machen, wenn man also was oft viel nicht klar ist, wenn man so viele Seiten im Index ist, du kannst ja nicht einfach sagen, ich crawl den Kram mal und wir machen ja 2 Wochen Analyse, weil der Crawl schon 6 oder 8 Wochen dauern kann, wenn ja du die Seite nicht aus dem Index schießen willst. Und das ist ziemlich egal, welches Tool du nimmst, weil die hauen halt immer auf das Ding drauf und wenn die eine gewisse Geschwindigkeit noch kommt, immer die Anrufe und so, könntet ihr das bitte ein bisschen langsamer machen? Und das, ja. Ihr wollt ja den Workshop in 6 Wochen, also. Genau, und nicht in 3 Jahren. Also das ist einfach etwas anstrengend. Genau, cool. Dann habe ich was, kam glaube ich heute oder gestern und heute, bin gar nicht so sicher, und zwar die Kollegen von Systrix haben noch etwas rausgeholt. Deine Webseite ist nicht für Voice Search optimiert.
Macht nichts. Kann ich auch nur sagen, stimmt. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen an der Stelle, weil Voice für mich, also immer noch, und das ist bei allem, was ich mir anschaue, sehe, ist ein Kanal, der ein Bedienkanal, der mit Geräten ganz gut funktioniert und der auch Spaß macht, aber der für die Websuche einfach noch keine signifikante Aussage hat. Die Kollegen haben hier lustigerweise Google Survey benutzt, um mehrere Sachen abzufragen. Und wenn man die Zahlen anschaut, ist es relativ ernüchternd. Wir sind ja hier auch in so einer Supi-Hightech, ja, ich hätte gern alles, Blase. Das sind viele Menschen halt nicht da draußen. Schlicht und ergreifend sind aber viele Sachen einfach auch Assistenzsteuerungen, App-Öffnungen etc. pp. Oder eben wirklich Suchanfragen. Also ich mache das mit Lizzie mal ganz gerne, weil die es ganz lustig finden, wenn ich da an das Gerät reinspreche und dann kommt dann irgendwie eine Antwort raus. Aber grundsätzlich ist es eine Suchanfrage, ob du einsprichst oder eintippst, ist Jacke wie Hose. Es ist am Ende eine Suchanfrage und dazu wird dann deine Seite ausgeliefert in sehr vielen Fällen, wenn sie halt über so Standard-Devices kommt, wie eben mein Android oder whatever. Und bestenfalls hast du oben eine kleine Knowledge-Graph, dann lesen sie das Ergebnis kurz vor, aber meistens ist das ja nicht das, was du interessierst. Weißt du, wenn du dann irgendwie sagst, hier Bilder von Pinkie Pie, dann sagt er mir, was wer Pinkie Pie ist. Ich wusste schon vorher, unspannend, ein Bild kann er mir nicht vorlesen und gut ist. Also im Großen und Ganzen ist eine Suchanfrage, welches Device, also wie ich die jetzt erfasse, ob ich die tippe oder spreche, you know. Und solche Sachen, die dann immer reinkommen und sagen, ja, aber Leute sind unterwegs und fragen nach Öffnungszeiten etc. pp. Jopp, da habe ich das gleiche Problem, wenn ich meinen My-Business-Scheiß nicht gepflegt habe, als wenn ich es eintippen. Also das ändert das Problem nicht. Dann bin ich aber nicht für Voice-Search nicht optimiert, sondern für Local-Search ist nicht optimiert. Das ist alles einfach, gehypt. Genau. Ja. Kann ich dazu stimmen. Bin ich froh. Also würden wir viel diskutieren, ja. Exakt. Und ich treffe noch ganz klein hinterher, weil ich gerade bei Sistrix bin. Auch hier, die Kollegen haben sich mit diesem ganzen, weil es gerade ist, Knowledge Graph, Google Verständnis der Dinge, hat Johannes Beuys hier selber etwas rausgehauen und die haben, da gibt es auch die Liste. Also die haben einfach mal die ganzen Knowledge Graph Panels, die sie gefunden haben, beim Rumscrapen zusammengeschrieben. Die 1000 am meisten, die sie gefunden haben und mit den meisten Nodes, also die sie woanders hin gefunden haben oder so, mit den meisten Nodes, die sie dann abgefragt haben, die haben sie in einer Liste raus, die, als Google Sheet, die kann man sich einfach runterziehen, wenn man Lust hat. Aber vor allem haben die auch eine kleine Suche gebaut, da kannst du einfach eingeben, irgendwas, ich was, Roman Herzog oder so, und dann sagt ihr halt, okay, wo geboren, etc. Also was ist da alles für Verknüpfungen, für Kanten zu den anderen Nodes gibt, eingehende und ausgehende. Das ist, finde ich, erstmal gar nicht so unspannend, wie es jetzt im ersten Step klingt, weil das zeigt so ein bisschen das Verständnis der Dinge im Knowledge Graph, da lässt sich ja sonst schwer suchen. Und macht Spaß, also kann man einfach mal kurz mit reinnehmen, sollte man sich mal kurz anschauen als kleine Recherche-Tool, gar nicht verkehrt. Prima. Ja. Gut, ich habe auch noch, machen wir jetzt kurz, nachdem ich ja vorhin schon so viel drüber geredet hatte, über dieses ganze Index-Problem. Wir hatten vom Search Engine Journal noch so einen kleinen Artikel, den kommt wieder in die Shownotes. Fixing Index Bloat. 9 Ways, wie man halt seinen Kram aus dem Index wieder rausbekommt. Ist jetzt, also alle Fortgeschritteneren, ja, ihr kennt das schon so grob, was da alles genannt wird. Also ne, FinO4, Redirect, FinO10 und alle Geschichten, die es da gibt. Ist aber an der Stelle nochmal schön zusammengefasst, wenn ihr jetzt irgendwie neu in dem Thema seid und irgendwie merkt, so, okay, da vorher war vielleicht jemand hier aktiv oder gar niemand aktiv, der sich nicht um das Thema gekümmert hat. Hier eine schöne Zusammenfassung nochmal, was es da eigentlich alles für Optionen gibt, wie man so einen Kram wieder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus dem Index bekommt. Die Dame, ist glaube ich eine Dame, die das geschrieben hat, sie hat an der Stelle auch nochmal 2 Scores verteilt zu jeder Methode. Das ist einmal die Index Bloat Prevention, also wie kann ich damit vorsorgen, dass nicht irgendwie ein Haufen Zeug in den Index gespült wird, und dann auch mal Index Bloat Damage Control,
Score, also wie schnell kriege ich damit meine Sachen wieder im Griff. Nette Übersicht kann man mal durchgehen. Am Ende gibt es ja auch noch so eine subjektive Einschätzung, was dann Ihrer Erfahrung nach schneller oder weniger schnell ist. Ist eigentlich eine schöne Sache. Das Einzige, was ich da anmerken würde, sie sagt also, mit einem Canonical kann man, ist sie der Meinung, dass man sehr gut vorsorgen kann, dass dieses Index-Bloat auftritt. Also man kann damit ein bisschen gut kontrollieren, dass nicht so viele Sachen in den Index geschwemmt werden. Ist halt immer so eine Sache. Also sie sagt schon, der Content muss sehr ähnlich sein. Das ist auch so unsere Erfahrung. Ich würde sagen, so Canonical ist halt alles andere als robust. Deswegen würde ich den Score etwas runtersetzen. Und so beim Rest bin ich aber so ungefähr auf ihrer Höhe. Also, wer da sich gerade anfängt einzulesen, ruhig mal reinlesen. Sehr cool. Sehr cool. Nee, ist ja auch immer spannend und kann nie genug Scores haben. Also, sonst kriegst du deine Balanced Scorecard gar nicht voll. Das stimmt. Genau. Natürlich gab es in der Search-Konsole den neuen PageSpeed-Report. Da hängen wir euch von, da haben wir gleich mehrere Quellen. Einmal von SEO Roundtable, die das schreiben und kommt rein. Die Kollegen von Wingman haben das Ganze nochmal sehr genau auseinandergenommen. Der Link kommt natürlich auch in die Shownotes. Wir haben auch das Ganze von chromium.org, die angekündigt haben, zukünftig Sachen dann auf also Webseiten zu markern, wenn die nicht schnell genug sind. Und diese WebDev-Metrics, wenn man so genau die ganzen Metriken nochmal im Überblick haben will, das sind ja sehr viele. Im Grunde genommen nutzen die ja gerade für die Search-Console-Report ja, glaube ich, nur zwei Werte. Einer davon ist dieser First-Input-Delay-Wert, was mich aber vor allem ein bisschen ärgert, beziehungsweise wo ich immer so ein bisschen Bedenken habe, dass die einfach in der Search-Konsole ja diesen Hang haben, das gilt ja für alle Reports, die da drin haben, diese Zeitlinien zu schreiben, wo dann steht irgendwie 100.000 URLs grün, 200.000 gelb, 150.000 rot, heute, morgen und übermorgen. Ein ungeübter Leser könnte den Eindruck haben, die hätten all diese ganzen URLs gerade geprüft, was ja nicht der Fall ist, weil der Fall, die Daten kommen ja aus diesen Chrome UX-Reports. Das heißt, die kriegen immer nur dann einen neuen Datenpunkt über eine URL, wenn die auch mal jemand aufgerufen hat. Und um einen Schnitt auszurechnen, muss die mehr als einmal aufgerufen worden sein. Dementsprechend sind die Werte, die man da sieht, der kumulierte Stand, den sie bis jetzt haben. Und deswegen hat man manchmal so Tage, wo dann auf einmal ganz viel runtergeht, dann haben sie einfach neue Daten in das Tool eingespielt. Es hätte aber sein können, dass die jetzt auf einmal, die 100.000, die auf einmal alle schnell sind, nicht an dem Tag schneller geworden sind, sondern vielleicht vor zwei Monaten. Plus Google hat erst jetzt wieder halt neue von Daten dort reingespielt. Also das hat überhaupt nichts mit Realtime oder irgendetwas zu tun, wie diese Zeitkurve das anzeigt. Und das schreiben sie aber selber in ihrer Dokumentation. Wegen, es geht auch nochmal drauf ein, dass wenn man irgendwas ändert, sagen sie selber, das kann halt mal so einen Monat oder zwei oder drei Monate dauern, bis sich das in diesen Kurven niederschlägt, weil halt eben nicht Realtime. Ich bin dann immer etwas kritisch und sage, schreibt es halt auch nicht nur in eure Dokumentation, sondern ins Tool so eine Riesenwarnung. Achtung, ist kumuliert, nicht Realtime. Hier werden ab und zu mal neue Daten aufgespielt. Und wenn du jetzt was änderst, dann wundere dich nicht, dass sich hier nichts ändert über eine längere Zeit. Ich glaube, das würde ein bisschen helfen. Ich meine, wir haben jetzt ja auch gerade den GSC-Workshop gemacht. Und das wäre immer etwas, wo wir immer darauf hinweisen mussten, dass viele dieser Kurven in dem Abdeckungsreports und sonstigen Reports, die sie drin haben, einfach nicht als Kurven hätten dargestellt werden dürfen. Ohne, dass man nicht groß hinschreibt, sind kumuliert und leider outdated und es zeigt dir eher einen Stand dessen, von was wir mal hatten, als wir dachten, wir schreiben mal, aber wir wissen es auch nicht so genau. Ja. Und es zeigt halt, es deutet halt eine Genauigkeit an, weil ja, dann steht ja 138.367 langsam, weißt du, und du denkst, es ist halt so, also mein früherer Statistik-Prof hat an der Stelle immer gesagt, deuten Sie keine Genauigkeit an, die es nicht gibt. Das ist immer so, wenn du dann hier so bei Umfragen, also weißt du, es war dann hier so Umfragen, da sagst du hier 37,34% und sagst Ungenauigkeit plus minus 5%, dann gib halt nicht Komma irgendwas an, weil das sieht dann aus wie, also
Bei plus minus 5, weißt du, was ich meine? Und das ist hier genau das Gleiche. Also hier wird einfach eine Genauigkeit suggeriert, die einfach nicht da ist, und eine Geschwindigkeit mit täglichen, jeden Tag einen neuen Datenpunkt, obwohl die halt ganz lang unverändert bleiben, weil die einfach nicht da ist. Also die Visualisierung passt nicht, auf gut Deutsch. Und führt, glaube ich, wenn man hier in Facebook mal in diesen SEO und WordPress und sonstigen Gruppen drin ist, halt zu ja, ganz komischen Interpretationen und Leuten, die dann da vor sich hin verzweifeln, weil sie irgendwie in ihre Seiten arbeiten. Es tut sich aber in dieser Auswertung nichts. Das ist nicht schön. Also das ist ja jetzt nicht, also ja. Hier uns Vollnerds, wir wissen das ja, wir lesen ja die Doku und haben damit kein Problem, aber das sollte nicht der Fall sein. Also so eine Grafik sollte in sich schon erklärend sein. Und das ist es halt einfach nicht. Also da bin ich immer ein bisschen unzufrieden. Ansonsten trotzdem schöner Report. Ja. Nehmt bloß die Zeit rein, nicht für voll. Also ich meine, man kennt es ja, aber wenn es so dargestellt wird, ich werde ja auch schon immer ungeduldig. Ja, wir wissen es, aber man, wenn man was geändert hat, dann wartet man schon auch, dass sich was tut. Und das kann ich an der Stelle halt schwer ablesen. Ne? Aber es ist jetzt halt wieder, ich meine, jetzt sind wir wieder beim Thema PageSpeed. Also das ist ja immer wieder so eine Sache. Ich finde es an der Stelle anstrengend. Den Chromium-Link hatte ich ja auch nochmal mit reingehängt. Ne? Also man merkt, dass die Chromiums versuchen auch, also einmal nehmen sie jetzt halt PageSpeed als Metrik für eine gute UX, für eine Webseite, sagen aber auch selbst, sie wollen irgendwann feststellen können, oder den Leuten vorher sagen können, ob sie eine gute Experience auf einer Seite haben oder nicht. Was so ein bisschen ein Problem bei dem Ganzen ist, ne? Also ich meine, früher, Achtung, jetzt erzählt er wieder vom Krieg, hieß diese ganze Search Console Webmaster Tools. Und ich finde, dass sie diese ganzen PageSpeed-Sachen jetzt wieder in die Search Console reinspielen, obwohl das eigentlich so klassische Webmaster und UX-Sachen auch sind, ist eigentlich so, also dann sollten sie das Ding wieder umbranden, weil ich finde nach wie vor, es ist nicht unbedingt das Thema, weil auf dem jetzt primär ein SEO sitzen sollte, aber so wie die Kommunikationskanäle im Moment laufen, hängt das dann halt immer wieder beim SEO. Und ich finde, das ist irgendwie nochmal so ein ganz eigener Topf und ist eigentlich wirklich eher übergeordnet UX. Serverhaltung, Server-Performance und nicht unbedingt jetzt also sowieso nicht Ranking-Faktor oder Ranking-Signal. Ist ein bisschen blöd, so wird es aber halt irgendwie immer dauernd einen Schuh angezogen, den wir, also ich möchte ihn zumindest nicht unbedingt haben, aber ich glaube, wir kommen da nicht mehr drum rum. Ja klar, ich meine, am Ende, wir sind halt nicht die Devs, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, wir können sagen, was schief läuft, ja. wo Probleme auftreten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie du das in deinem schönen scheiß Angular-Kackenwisch-Tot Pseudo-JavaScript-Framework mit deinen 50.000 Service-Workern, die du nicht im Griff hast, irgendwie beheben kannst. Ja. Das ist nicht mein Job, sonst wäre ich Webentwickler geworden, schlicht und ergreifend. Also ja, das ist richtig, aber ist halt so, es kümmert sich halt lustigerweise wirklich kein Sau sonst drum. Was ja ganz lustig ist, finde ich ja diese Metrik, dieser First-Input-Delay, der ja schlicht und ergreifend sagt, wie lang ist halt die Verzögerung auf die Reaktion der ersten Nutzereingabe? Und da sagt Google selber, die haben das ein bisschen so Dark-Pattern-Optimierung, also so als Vorschlag gemacht. Was natürlich, und da sieht man schon, das Thema ist eigentlich nicht, wie schnell der Server jetzt ist, weil das Thema ist ein echtes UX-Problem der Seite, weil wenn ich Lust habe, erstmal mir 5 Minuten die Seite anzuschauen, bevor ich interagiere, dann hat halt auch der Browser hinten dran möglich 5 Minuten Zeit, die Seite ganz fertig zu rendern und alle Sachen nachzuladen und komplett ready auf jeden Scheiß zu sein. Wenn ich das nicht habe, okay, 5 ist jetzt sehr lange, aber die haben im Google gesagt, also was relativ ist, wenn man da wenn man so ein Video macht mit so einem Ladebalken, dann warten die Leute halt erstmal und reagieren gar nicht. Und da kann es sein, dass das Ding halt irgendwie so eine halbe Minute vor sich hinlädt und dann losspielt. Und die reagieren immer noch nicht, weil sie sich natürlich das Video anschauen. Und dann hast du eine super schnelle First-Input-Delay. Hast du zwar so eine Textseite, wo du oben erstmal, das kennt man ja bei Verlagen, so einen riesen Banner drauf knallst und du weißt schon, huch, der Banner ist da, hier ist nichts für mich zu sehen, ich fange sofort an runter zu scrollen und der ist noch unten, da die Kommentare nachladen, die anderen Ad-Skripte nachladen und reagiert nicht. Oder halt eben erst nach 0,2, 0,3 Sekunden, dann hast du halt eine ziemlich schlechte, gerade im Mobile, First-Input-Delay. Wo man dann schon sagen muss, okay, vielleicht gebe ich den Nutzern erstmal was zum Lesen. Und zwar so, dass sie nicht direkt scrollen wollen und auch nicht sofort erstmal so ein emotionales Bild, wo du immer, weißt du, so Hände schütteln, weil es ganz im B2B, Leute sitzen am Telefon mit dem Headset und denken sich, wow, den muss ich mir jetzt mal locken, will man gar nicht sehen, man scrollt ja sofort. So, und schon hast du eine Kack-First-Input-Delay-Zeit.
Also da sollte man schon im Design aufpassen, gebe ich den Leuten Above the Screen etwas, was er sehen will und mir mal zumindest sich vielleicht 5 Sekunden mit beschäftigt, dann habe ich nämlich hinten dran 5 Sekunden Zeit, die Seite fertig zu bauen und habe mein ultraschnelles First Input Delay an der Stelle. Ja. Also ist ist schon spannend, aber wie gesagt, ja genau, das sind halt so Themen, da ist man dann auch wieder als Hardcore, also man sieht das Thema PageSpeed geht von UX über Servertechnik bis sonst was, bis den ganzen JavaScript-Kack und sonstigen Müll, da müssen einfach mehrere Leute ran, aber eigentlich sollte Ladezeit so eine Kernmessgröße sein, die dann schon entsprechend am Product Owner oder C-Level hängt. Ich meine, die kriegen ja auch so einen Net Promoter Score jeden wöchentlich als Zeitreihe mitgeliefert. Da sollte man ihnen auch mal konkrete PageSpeed-Werte mitschicken und nicht wie damals. Wir hatten ja 2010, weil das ja online damals angefangen, weil da fing ja der ganze Scheiß an mit Ladezeit. Und da haben wir den Kram selber durchgemessen und haben dann hier gesagt, hier ist zu langsam und die Technik hat gesagt, nee, hier ist alles grün. Ich so, nee, überhaupt nichts ist grün, hier ist alles langsam. Nee, ist alles grün. Ich so, das kann nicht sein. Und dann haben wir auch rumgekramt, haben festgestellt, dass die da auch einen Monitoring drauf haben und alles unter 10 Sekunden war grün. Und ich meine, da könnt ihr mal irgendwas Gescheites einstellen. Und er meint, nee, dieser scheiß Wert wird nach oben reportet und wenn der rot ist, dann kriegen wir immer Rückfragen. Okay, so kann man ein Problem auch nicht. Also, ja, egal. Ein neues Thema. Ja, wie gesagt, also gehört in die Webmaster-Tools, nicht zwingend in die Search Console, wäre meine Meinung, aber war das Rebranding vielleicht zu früh? Vielleicht wird es ja wieder re-rebrandet, man weiß es nicht. Gut, jetzt hat man schon wieder längeres Thema, PageSpeed. Jetzt habe ich was Kurzes, also ist auch nur ein Tweet, der liebe Florian Elbers aus Rabburg, der hat nochmal ein schönes Beispiel für ein Query Intent Shift. Link zum Tweet kommt rein. Er nimmt da auch noch Bezug auf jemanden, der was Ähnliches beobachtet hat in US, glaube ich. Der Rankingverlauf der Deutschen Bahn, also bahn.de, zu München-Dortmund, das ist eine relativ schöne Sache, kann man sich ja auch in Sistrix und sowas angucken, ist anhand dieses Verlaufs lässt sich eigentlich immer sehr gut ablegen, wann halt Bayern-Dortmund spielt, weil immer genau dann fliegen die halt mal ordentlich aus den Top 10 oder sogar aus den Top 100 raus. Ist eine coole Sache. Sehr banales Beispiel, finde ich, kann man sich aber mal für so in der Hinterhalt halten, wenn vielleicht der Chef wieder irgendwo hinranken will, was halt irgendwie nicht funktioniert, oder wenn halt nur mal Queries klassischerweise zu bestimmten Saisonalitäten oder Ereignissen umsortiert werden. Ich weiß noch, letztes Jahr hatten wir das Beispiel, das war damals aber auch schon ein Jahr alt, das war, glaube ich, auch von Sistrix, vom Juan, glaube ich, zum Black Friday, der jetzt genau heute wieder ist. Naja, da kann ich das Ganze ja auf 1 ranken und wenn es dann ernst wird, dann fängt Google, wenn man Pech hat, nochmal an, das Ganze umzusortieren und dann sieht die SERP ganz anders aus als die anderen, was weiß ich, wie viele Tage im Jahr. Ne? War ein schönes, prägnantes Beispiel, schaut es euch mal an. Absolut. Absolut. Da muss man ja auch sagen, gibt es ja auch die klassische Anwendung, was ja immer so, also im Verlagsbereich man ja kennt, also es gibt ja ein paar, die da mit Schlagwortseiten sehr erfolgreich fahren. Viele sagen, ja, bringt gar nichts. Viele SEO sagen es, bringt ja gar nichts. Aber gut gemachte Themenseiten funktionieren halt, haben aber nicht so viel Traffic, wie man aus der Sichtbarkeit immer ab, was genau in dem gleichen Problem liegt. Dem Moment, wo eine Lage entsteht, ist die Schlagwortseite weg. Das heißt, dem Moment, wo ich Volumen auf dem Thema habe und nicht so das Getröpfel, ist die Schlagwortseite weg. In der Regel aber erbt der Artikel auf der organischen Position, die Position der Schlagwortseite von dem gleichen Blatt. Also das sieht man sehr, sehr häufig. Und natürlich geht bei der Lage das meiste auf die Newsbox, aber im Organischen holt man dann schon noch etwas ab. Und sowohl Newsbox als auch Organisch ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen von der Schlagwortseite getriggert, wenn die schon in der Top 10 drin war. Und das sieht man natürlich nicht, wenn man sich den Traffic der Schlagwortseiten auswertet. Aber Sachen frühzeitig schon mal von seiner Domain aus zu besetzen, ist an der Stelle etwas, was man wirklich tun sollte. Und man kriegt die Sachen auch wirklich außerhalb von Lagen relativ gut gerankt, wenn man sie denn halbwegs ordentlich macht und nicht einfach so ein Kauderwelsch, wie es oft getan wird. Genau. So, dann habe ich was ganz Spannendes. Und zwar verlassen wir jetzt unsere herzallerliebste Suchmaschine Google und gehen zu einem der eher unbekannten Marktbegleiter, und zwar zu Bing. Ein großer Gruß an Stefan Weicher, Deutschlands einzigster Bing-Nutzer.
An der Stelle hat Bing in seinem Webmaster-Blog etwas geschrieben, und zwar Some Thoughts on Website Boundaries, schlichtender Kranke, also Gedanken um die Grenzen von Webseiten, was meinen die damit? Die haben sich einfach überlegt, einfach mal aufzuschreiben, wie schwer es schlicht und ergreifend ist, festzustellen, wo eine Webseite beginnt und wo sie endet. Also einfachste ist natürlich eine Domain, aber dann fängt es schon los. Was ist mit Subdomains? Oft gehören Subdomains irgendwie dazu. Also du hast halt irgendwie www. Du hast eine Shop. Du hast eine Customer. Whatever. Bist du jetzt aber WordPress, dann hast du meinen lustigen Gartenblog.wordpress.com, dein lustiger Gartenblog.wordpress.com, noch ein lustiger Gartenblog plus bla 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 und natürlich auch meine tolle Adult Entertainment Testseite oder was weiß ich was für ein Kack. Die haben natürlich miteinander nichts zu tun. Und da siehst du schon das Problem. Und das ist dann ja auch immer, wo sagt, kommt jetzt eine Subdomain, ist es wie ein Ordner oder ist es nicht, ist die Frage, wie schätzen sie das ein? Und die sagen halt, wir haben dazu relativ gute Algorithmen. Aber wie immer, wenn was mechanisch und automatisch ist, kann halt auch mal falsch liegen. Jetzt geht's aber weiter. Sie haben gesagt, jetzt haben wir jetzt von vielen SEOs das Problem gehört, dass schlicht und ergreifend, es sollte sowas geben, Verlage Subdomains vermieten. Oder Revenue Share drauf machen und dann legt dort irgendeiner einen total bescheuerten Gutscheinseite drauf. Also ich finde Gutscheinseite in sich schon total bescheuert. Ich finde auch jeder, der Gutscheine anbietet, konkret beteuert. Da müssen wir mal kurz mal aufpassen, was das mit den Preisen macht, weil wenn ich weiß, dass es zum Preis zum Produkt Gutscheine gibt, dann warte ich, bis der nächste Gutschein kommt und kaufe es halt nicht mehr zu dem. Also über das ganze Thema, wie man seinen Preis unter Kontrolle behält, ist ein anderes Thema. Aber wenn man die Droge Gutscheine an sich nimmt, dann ist man halt drogenabhängig und das ist das Ende eines sinnvollen Pricings. Aber bitte macht alles, was ihr wollt. Nichtsdestotrotz sind diese Gutscheinseiten halt auch nicht wahnsinnig inhaltstreibend. Es ist halt eine Auflistung von Gutscheinen. Alle sagen irgendwie, hallo, wir sind toll und es ist halt alles Banane. Deswegen ranken die eigentlich meisten Gutscheinseiten auch eher mäßig oder sind von irgendwelchen Updates dahin gerafft worden. Die ganzen Gutscheinponys sind tot Pferde, was weiß ich. Und dann gehen die natürlich jetzt auf Verlagsseiten und erben sozusagen den Trust von der Hauptdomain durch. Und da hat Bing jetzt gesagt, also im Grunde genommen ist es das gleiche wie Linkkauf. Wenn ich mir Link kaufe, hole ich mir Links von einer anderen, von einer starken Domain, also Trust von einer starken Domain auf meine nicht so starke Domain. Wenn ich mir bei einer anderen, bei einer starken getrusteten Domain einfach einen Folder kaufe, eine Subdomain kaufe, jetzt könnt ihr natürlich alle sagen, oh, wenn Subdomain, dann gehe ich halt auf den Folder, aber egal, also es ist im Grunde genommen das Gleiche, es gehört eigentlich nicht zur Webseite und eigentlich kauft man sich schlicht und ergreifend Trust, der einem nicht gehört. Und dementsprechend betrachten sie das Ganze auch als einen Verstoß gegen ihre Richtlinien. Und das war seit jetzt November 2019. So, das ist jetzt Bing, kann uns in Deutschland Hupe sein, wie gesagt, außer der Stefan, der wird jetzt eure Gutscheine nicht mehr finden. Das einfach nur mal zur Kenntnis nehmen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich weiß, Shoutout an Pip, der findet es eher ein sehr modides Modell, damit Verlage irgendwie Geld verdienen. Ja, moralisch sehe ich das anders. Solange es geht, kann ich aber jeden verstehen, der Geld mitnimmt. Wäre auch doof, wenn man es nicht tut. Aber es ist halt kein Angebot des Verlages und ich erwarte jetzt auch nicht irgendwie dort irgend so ein lustiges Gutschein-Pony-Gedöns zu finden. Dementsprechend da einfach mal zur Kenntnis nehmen. Bing hat da vorgelegt. Mal gucken, wie ob da dann Google demnächst nachzieht oder auch nicht, für jeden, der damit gutes Geld verdient. Ich wünsche euch natürlich, dass es möglichst lange nicht nachgezogen wird. Ich möchte ja nicht, dass es hier irgendjemandem schlecht geht. Ich persönlich kann bloß die Meinung von Bing als n gleich 1 nachvollziehen und verstehen. Und das war's jetzt auch zu diesem Thema. Wenn ich jetzt im Verlag sitzen würde und müsste entscheiden, so mache ich das jetzt noch, ja, solange Google es nicht sagt, würde ich es auch noch tun. Genau. Das dazu. Ich glaube, du warst durch, oder? Ja. Du hast danach die ganzen Google-News-Dinger, ja. Dann machen wir, glaube ich, aber lieber am Blog. Dann habe ich was Schönes, und zwar was Neues gelernt, und zwar bei den Kollegen von Seokratie. Übrigens, Julian, vielen, vielen Dank für den
hier Adventskalender, den ich von euch bekommen habe. Ich habe jetzt noch kein Foto rausgepostet. Ich finde es blöd, wenn schon 100 Leute das gleiche Geschenk rausgehauen haben. Dementsprechend sage ich das hier. Und wenn wir da schon am Reden sind, Martin Witte, auch von dir riesen Dank für den schönen nach Münster. Von auch euren netten Kalender. Ich mache das jetzt einfach mal spontan hier. So, also damit an euch gedankt. Ich werde dann, wenn wir uns sehen, werde ich wesentlich dicker sein, weil ich die ganze Schokolade gegessen habe. Und kommen wir zurück zur Seokratie. Die haben mir einen Artikel geschrieben über Shoppable Content, also Shoppable Content. Was nichts ergreifend ist halt Content, der am Ende auch irgendwie zum Kauf führen soll. Ich habe natürlich jetzt wieder ein neues Wort gelernt, weil lustigerweise war das schon immer unser Mantra, dass wenn ich sage, du, wenn du einfach, wenn du vor dich hin blockst, weil du Traffic generieren willst und hast keine Conversion-Elemente und nichts drauf, warum hast du den Content dann? Oder wenn du ein Klosar machst und der führt dann am Ende nicht dazu, dass du irgendwie entweder Remarketing-Listen aufbauen kannst, die für dich irgendwie spannend sind oder sonst irgendetwas tun kannst, was irgendwie auf dein Geschäft einzahlt, warum ist der Scheiß dann da? Und die haben das nochmal schön zusammengepasst. Es geht noch viel weiter, weil sie sagen, wie ist das auf Pinterest, wie ist das auf sonst was? Also das ist so komischer Social-Media-Kram für junge Hipsters. Interessiert mich jetzt nicht so, aber schön fand ich dieses Wort Shoppable Content. Und das ist nur wirklich ein Shoutout an alle, die reingehen. Wenn ich Informational Queries versuche anzugreifen für mir aus, dann sollten die trotzdem für mich einen Geschäftswert haben und ich sollte wissen, warum ich tue und was ich für ein Offer dem Kunden machen kann. Und darauf sollte ich von dem Bedürfnisbefriedigung der Antwort zu geben zu dem Information Query am Ende natürlich trotzdem auf irgendein Offer von mir hinleiten. Und zwar, wie die hier auch sagen, nicht, weil ich einfach Links reinsetze und dann hoffe, dass meine Produktseiten besser ranken, das ist Kindergarten-CEO für ganz Bekloppte, sondern indem ich natürlich in die Seiten konkrete Offers reinmache und zwar nicht irgendwie reingeklebt, sondern der Text soll auch schon irgendwie dahin abbiegen mit einer guten Kommunikation. So, jetzt habe ich gelernt, das heißt Shoppable Content. Finde ich jetzt ganz glücklich, können wir uns der ganzen Präsentation anpassen. Hier gibt es auch gleich einen Preisaufschlag. Du weißt, wenn was ein Wort hat, dann wird es auch teurer. Auf Search Engine Journal gab es noch einen schönen Test zu JavaScript Indexing Delays, der ist ganz aktuell. Der ist deswegen spannend, weil ja jetzt wir auf dem Evergreen Chrome sind und Google sagt, wir machen in der First Wave schon direkt JavaScript. Dem ist nicht so. Also die haben festgestellt, bei Seiten, die sie untersucht haben, da waren große Shops dabei, da waren große Newsseiten dabei, ist alles mit drin in dem verlinkten Artikel dann, dass nach 12 Stunden 60% aller JavaScript-Inhalte auch im Index waren und nach einer Woche waren es 65%. Also da habe ich nochmal einen Uplift von 5% gehabt und nach 4 Wochen 66,5%. Also es gibt offensichtlich Inhalte, die Google keinen Bock hat zu JavaScripten, warum auch immer, aber das Delay von 66,5 zu 100 ist schon nicht schlecht. Lustigerweise haben sie festgestellt, das hat sich nicht einzeln verhalten, also das war ja nicht über alle verteilt, sondern es gab Domains, die komplett verjavascriptet waren und andere, wo Google dann nur so 30% der JavaScript-Inhalte ausgelesen hat. Also es hat sich nicht gleich verteilt. Also deswegen sehr große Unterschiede im Testfeld und deswegen sagen die also an der Stelle, wenn man einfach sicher gehen will, wie was wir immer sagen, HTML oder Pre-Rendering für Main-Content, ansonsten könnt ihr euch nicht sicher sein, ob das auch wirklich ankommt, auch wenn ihr in der Search-Konsole mit Test and Render Google das kann, sie machen es aus irgendeinem Grund nicht immer, der jetzt nicht nachvollziehbar ist. Und sie hatten ja auch hier schöne Newsseiten, so CBS, New York Times, das New York Times war komplett 100% indexiert mit einem Kram, also sowas wie CBS war zum Beispiel nur bei 35% nach 12 Stunden JavaScript-Inhalte auch drinnen. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil bei beiden, bei sowohl New York Times als auch CBS, der Main-Content sowieso im HTML stand, sondern eher so diese Related Articles etc. pp. Nichtsdestotrotz spannend, warum der bei dem einen das komplett funktioniert, beim anderen nicht. Naja, vielleicht mögen das eine Blatt mehr als das andere. Ja. Ihr wisst schon, was das ist. Dann ebenfalls bei SEO Roundtable gab es einen ganz, ganz kleinen Hint, schaue ich auch nicht schon, das war sehr schön, da gab es halt eine kleine Umfrage rausgehauen und haben gefragt, wie wichtig denn Information-Retrieval-Fähigkeiten im SEO sind. Und eine überwiegende Mehrheit hat gesagt, hast du keine Information-Retrieval-Kenntnisse, dann bleib halt zu Hause. Und da kann ich nur sagen, yeah, Information-Retrieval rockt. Wenn du es nicht verstehst, mach was anderes. Und vom guten Rand, Fishkin aufs Spacturo,
Com, hoffentlich richtig ausgesprochen, hat eher eine schöne Präsentation rausgekommen, die sich nochmal mit diesen ganzen Zero-Click-Thematiken beschäftigt, die ein paar schöne Sachen drin hatte, wo er ganz klar gesagt hat, Zero-Clicks ist halt auf Mobile wesentlich stärker als auf Desktop, weil man einfach mal da so ein bisschen in, also Tiefensuche auf dem Desktop eher macht, da klickt man mehr an. Mobile ist aber halt auch so, wenn da schon die Karte kommt und du klickst drauf, etc., pp., alles gut und schön. Da ist halt auch oft die Antwort direkt da und passt halt auch. Was er aber auch gemacht hat, ist gesagt, wie viel geht eigentlich auf, also wie viel der Klickverteilung geht eigentlich, sind Zero-Klicks, wie viel sind organische Klicks, die nicht von auf Alphabet-Produkte geht, also Mutter von Google, wie viel sind Paid-Klicks und wie viel sind Alphabet-Owned-Klicks, also auf irgendwelche Google, also Alphabet-Produkte, ob es jetzt in YouTube ist, Maps, Hotelsuche, Flugsuche, whatever. Das Schöne ist, dass das aktuell schon mehr auf Alphabet-Owned-Klicks gehen als auf Paid-Klicks. Wobei natürlich dann oft, also jetzt YouTube nicht, aber so Sachen wie Hotelsuche, da muss man sich ja auch reinkaufen oder so, oder kann sich reinkaufen, hinten dran auch wieder monetarisierende Produkte stehen. Aber nicht desto trotz fand ich das schon mal sehr spannend und er dann hat auch gesagt, also guckt euch die Sachen an, wenn ihr jetzt keinen Case habt, dass ihr in so One-Boxen reinkommen könnt, weil ihr mit dem Traffic nichts anfangen könnt, dann versucht halt auf andere Keywords zu gehen, wenn die viel Klicks aufsammeln, wenn ihr reinkommt, das sind zwar schöne Entscheidungsbäume und ihr könnt damit anfangen, versucht halt einfach in SERP Optimierung zu betreiben, fand ich auch ein lustiges Wort, können wir gleich hier in die Präsentation übernehmen, hat da so einen kleinen Entscheidungsbaum. Also eine schöne Präsentation, ich hänge es euch einfach mal rein, kann man sicherlich in der einen oder anderen Situation mal irgendwo ganz gut gebrauchen, um die Zahlen mal rauszuziehen. Was bedeutet das für unsere Arbeit? Ja, denk halt mehr drüber nach, wie sich die Suchergebnisse zusammensetzen. Das sagen wir ja auch immer in unseren Sistrix-Schulungen, wo wir dann, also immer in der Sistrix-Schulung wo wir sagen, guckt, guckt euch bitte immer die Top 10 an und denkt in Regalflächen. Und wenn die ganzen Ergebnisse komplett zum Beispiel durchlokalisiert sind, plus eine Karte ist drin, dann werde ich generisch zu dem Keyword wahrscheinlich vielleicht im Tool wie Sistrix irgendwie da angezeigt als 1, aber halt nicht bundesweit auf 1 sein und deswegen wesentlich weniger Traffic bekommen, dann brauche ich mir da auch nicht 6 Beine auszureißen, wie bei Archip, glaube ich, hieß diese Tankstelle. Und dann das letzte Case, bevor wir dann damit auch fertig sind, auf moz.com gab es einen sehr schönen Beispiel von einem aus Versehen deindexierten Website und wie lange sie gebraucht haben, bis sie danach wieder drin sind. Also sie haben aus Versehen auf ihre Website irgendwie No-Index auf alle Seiten geschrieben, waren natürlich dann rucki-zucki weg. Und wie lange sie gebraucht haben, bis sie wieder ihren ursprünglichen Traffic hatten. Das waren in Summe, glaube ich, 6 Wochen, aber natürlich stückchenweise ging es nach oben. Der komplette Case ist dort umfänglich beschrieben. Und ja, ich meine, solche Sachen, die passieren. Aber wenn jemand, der etwas passiert, danach mit seinen echten Zahlen das Ganze mal vollumfänglich beschreibt, das hat man nicht so oft, dementsprechend einfach in die Shownotes durchlesen. Da für den Fall, dass man irgendwann mal irgendwo eine Risikoabschätzung abgeben muss, hat man da vielleicht etwas, auf das man sich beziehen kann an der Stelle. Und damit bin ich mit den Sachen, die mir so untergekommen sind, durch. Aber wir haben ja noch die neuen Dinge bei Google. Ja, wobei ich tatsächlich noch mal kurz auf diesen JavaScript-Artikel zurückkommen will von Search Engine Journal. Ich fand nur das Wrapping It Up, da hat ein kleines Fazit drin. Das fand ich eigentlich relativ schön, weil er eigentlich sagt, naja, wenn man jetzt JavaScript benutzt, um wichtigen Content zu generieren, dann sollte man es weise und kontrolliert einsetzen. Wenn man es nicht macht, dann ist es wie auf 200 km/h zu beschleunigen und dann einfach mal die Hände weg vom Steuer zu nehmen. Das klingt erstmal total platt, ist aber wirklich genau der Fall, weil ich meine, jetzt in der Praxis öfters Fälle gesehen und das ist halt, die Leute unterschätzen brachial, wie viel mehr Fehlerquellen es geben kann, wenn ich halt meine ganze Seite mehr oder weniger mit JavaScript ausliefere und was an der Stelle alles schief gehen kann und was ich eigentlich viel mehr noch monitoren muss, damit ich auch sicher gehen kann, dass nichts kaputt geht. Also dieses ganze Thema Logfile-Analyse und alles, die werden auf einmal wieder spannend und es ist ein riesen Pain, den man sich da antut. Ne? Ja klar, also allein schon, wenn du, also die, das Monitoring auf der SEO-Seite wird schon teurer, wenn du halt alles nonstop mit JavaScript crawlen musst, dauert es halt auch eben nicht länger, wenn man es über die Tools macht, die nehmen halt einfach mehr Credits dafür, es wird einfach teurer. Die Auswertung Fehlersuche wird viel anstrengender. Ja.
sowohl auf der SEO-Seite als auch später, wenn die es Debugging versuchen rauszubekommen, was sie da zusammen geservice-workert haben. Also wie gesagt, alle Maintenance-Kosten gehen halt massiv nach oben. Und es muss einem klar sein, wenn der Business Case das hergibt oder man eben diese Mehrkosten mehrfach wieder reinholt, also das ist klar. Ich habe aber jetzt in keinem Projekt jemals festgestellt, wo sich darüber irgendjemand hinten dran Gedanken gemacht hat, was das an Maintenance-Kosten hinter sich herzieht. Es überhaupt nur versucht hat, annähernd zu beziffern, noch in seine Kalkulation reingesucht hat. Aber durchaus sollte festgestellt haben nachher, dass es scheiß teuer ist und dann bis hin zu, ob sie dann ihren ganzen Kram wieder in Frage stellen. Also vorher mal drüber nachdenken, was man sich da eintritt. Und wenn es jetzt gut rechnen lässt, kaufmännisch, dann auch bitte machen, das ist nicht das Thema. Das ist genau. Nur mal kurz. Genau, das ist eben der Punkt. Also, es soll jetzt kein ewiges JavaScript-Gebäsche sein, aber ich finde, das ist halt immer so. Es kann ansonsten ernüchternd werden, wenn man da nicht aufpasst. Und es ist, glaube ich, schon extremer Mehrinvest im Ergebnis. Und das ist so, läuft so ein bisschen entgegen, was oft kommuniziert wird. Ja, JavaScript kann man machen, ist kein Ding mehr. Das kann schon hart und teuer werden. Aber gut, kommen wir zu neuen Dingen bei Google. Da kurz zusammengefasst, was ist denn so alles aufgefallen, was es in den Dokus neu gibt, was haben sie neu eingeführt? Das erste wieder Blogpost von Ihnen, und zwar haben Sie jetzt die Product Results, die kann man jetzt in der Google Search Console unter Darstellung und der Suche filtern. Das heißt, man sieht dann, wie wenn meine Produkte oder die Produktdaten als Rich Result angezeigt werden, also mit Preis, Verfügbarkeit und sowas. Und das kann ich jetzt als Filter auf die normalen Suchanalyse-Daten anwenden. Heißt, man sieht schon mal, ob das positive Auswirkungen hat in der CTR oder nicht, wenn das so ausgespielt wird, und andere Sachen, die man üblicherweise mit dem Report anschauen kann. Was ich dabei spannend fand, und das ging mir ein bisschen durch die Lappen, du hattest es noch auf dem Schirm, dass diese Merchant Feeds, also die Product Feeds, die man an Google spielen kann, das war ja in der Regel eher für die Ads gedacht, das wird mittlerweile auch dazu verwendet, um die Suchergebnisse, also die organischen Suchergebnisse anzureichern. Da fand ich an der Stelle spannend, weil sie sagen, ja, okay, das ist ja Schema-Org-Zeug, das kann in der Regel immer ein bisschen dauern, und mit dem Feeds bieten wir jetzt jedem, der irgendwie Dinge online verkauft, die Möglichkeit, da Live-Daten an uns zu melden, weil dann ist dieses Ganze mit, es sind noch x Produkte auf dieser Seite verfügbar, können Sie an der Stelle natürlich schneller abbilden, als wenn Sie da immer irgendwelche Structured-Data-Dinge aktiv rauscrawlen müssen. War mir neu, ist an der Stelle auch ein spannendes Thema, und an der Stelle kann man auch identifizieren, ob sich da überhaupt was getan hat, wenn ich so ein Feed jetzt zum Beispiel für meine SEO-Bemühungen anwende. Für mich zwei Punkte im einen, die anderen hatten es vielleicht auch an der Stelle schon wahrgenommen. Genau. Das nächste ist das Thema How-To. Das gibt es im Englischen schon länger. Das, also ich kann dezidierte Anleitungen schreiben auf jeder Web. Also das ist euch klar, dass ihr das auf euren Webseiten publizieren könnt. Ich kann sie aber auch in Schema.org auszeichnen. Und das war jetzt die ganze Zeit in den US aktiv. Google hat da auch sehr schöne Snippets gebaut, die halt wirklich viele Informationen rausgeben. Also da brauche ich wirklich keinen Klick mehr auf die Seite zu machen. Das Ganze haben sie jetzt auch in anderen Sprachen ausgerollt. Und da kann man jetzt Schritt für Schritt sagen, wie binde ich meine Krawatte? Und dann sagt man, ja, leg das runter drüber, kann auch Bilder zu jedem Schritt einfügen. Und dann gibt es bei Google lustige und bunte Suchergebnisse. Nächster spezieller Fall, sage ich jedes Mal dazu, Datasets, also Forschungsdaten und solche Geschichten, die kann man ja auch über Schema.org auszeichnen. Es läuft ja in eine eigene Suche mittlerweile mit ein. Also für jeden, der ein bisschen eher wissenschaftlich unterwegs ist, der wird das Ganze kennen. Da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, hierarchische Beziehungen zwischen Datensets auszudrücken. Das war vorher neu, kann man jetzt aber einfügen mit has-part oder s-part-of, wen es betrifft, da ruhig mal reinschauen. Ich kann mir vorstellen, wer in dem Bereich arbeitet, der hat so eine Beziehung schon vermisst. Nächste Änderung für jeden, der mit Live-Videos zu tun hat. Der Livestream, die URL, die es früher gab, die gibt es nicht mehr. Die wird jetzt weitergeleitet auf Video. Das hat Google alles bei den Video-Elementen zusammengefasst. Sie haben auch die Seite zu den Videos nochmal erneut angepasst, also jetzt die US-Version, und haben dort die verschiedenen Videoarten und auch das mit den Moments, die sie jetzt eingefügt haben, wo man an der Stelle sagen kann, was sind jetzt für verschiedene Teile im Video relevant, die teilweise auch schon in den Suchergebnissen explizit als Sprungmarken, also Videosprungmarken angeboten werden. Das hat Google an der Stelle nochmal zusammengeführt. Und wie gesagt, Livestream ist jetzt ein Untertyp oder eine besondere Auszeichnung eines Videos. So, letzter Punkt zu den Rezepten in Schema.org.
da gab es auch noch ein kleines Update, und zwar gibt es bestimmte Einschränkungen, wenn man im Google Assistant für Google Home mit auftauchen will. Also es gibt da zwei Einschränkungen, und zwar die Receipt Ingredients, also die Zutaten, und die Receipt Instructions, wie ich etwas dann auch kochen muss. Das muss man explizit auszeichnen, wenn man auf Google Smart Home Gedöns ausgespielt werden will. Das heißt, für die Search, für die organische Suche ist es nicht relevant. Wenn ich jetzt aber möchte, dass irgendjemand zu Hause in sein Smart Home redet, sag mir mal ein Rezept für Pfannkuchen, und das Ganze dann mit seinem Google Smart Home Hub, diesem kleinen Display, dann abrufen will, dann braucht man auch eine dezidierte Darstellung. Ist halt so, weil Google dann gar nicht mehr zur Webseite hüpft, sondern die strukturierten Daten benutzt, um halt eben dieses Pfannkuchenrezept darzustellen. Kann man da eigentlich vorne reinschreiben in diese Beschreibung? Das wollen wir mal probieren. Dieses Rezept wird eben präsentiert von Schöner Backen oder so. Dann habe ich ja wenigstens irgendwie so eine, also ich meine, es gibt ja viele Unternehmen, die Rezeptseiten haben hier von Aldi Süd, Dens, Bioladen oder whatever. Kann ich da schlicht und ergreifend, das müssen wir mal überlegen, weil da habe ich ja wenigstens noch so eine Marke, die machen das eh nur aus Markenbildung, dann würde das an der Stelle sogar Sinn machen, weil ich glaube, dass also gerade Rezepte und Tablets etwas ist, was relativ gut miteinander harmoniert, weil du ja meistens, also ich habe ja viele in der Küche und dann irgendwie so Rezepte, das mache ich ja auch selber, und ist dann auf so einem Tablet rumgondeln. Ich glaube, der, wenn ich mich richtig erinnere, hat mir da auch der Hans Kronenberg irgendwie erzählt, dass die bei Chefkoch doch eine überdurchschnittlich hohe Nutzungsrate von Tablets haben, weil ich im Moment mir halt auch lesen möchte, was auch Sinn macht, aber warum auch nicht vorlesen lassen, man hat eh die Hände voll, wenn man dann sagen, kannst du das nochmal lesen? Oder so, geht vielleicht wahrscheinlich auch gut. Ich versuche immer irgendwie Use Cases für dieses Sprachgedöns zu finden. Ja. Damit das mal weggeht aus dem Hype, vielleicht in etwas Reales. Ja, ich meine, hier ist es halt natürlich, ne, aber auch nur in der Kombination eben mit einem Display. Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht neu. Genau. Dann funktioniert das Ganze irgendwie, und ich glaube, ich bin hier tatsächlich gerade nochmal live am Klicken. Also so wie Sie es jetzt zumindest hier darstellen, die Assistant View in dem Test for Rich Suchergebnisse, da, also man könnte gucken, ob man sich in so einen einzelnen Schritt mit reinschreibt, wobei Google auch explizit sagt, dass da halt wirklich nur die Schritte rein sollten und nicht irgendwie so ein Gedöns rundherum. Ja, also irgendwelche Werbebotschaften. Ein Bild ist in der Regel dabei, ist, dass man vielleicht ein Bild noch ein kleines Branding mit reinnimmt. Das kann an der Stelle Sinn machen. Gut, und der Autor ist mit drin. Vielleicht macht das da Sinn, auch noch die Seite reinzuschreiben. Müssen wir mal ausprobieren. Guter Punkt. Sehr gut. Genau. Also zumindest, wenn so Sachen halt nur ausgesprochen werden, dann muss man zumindest irgendwie Absenderkennung drin haben, sonst hat das ja für einen überhaupt keinen Marketingwert. Übrigens, wer also komplett gehuckt ist von diesem Thema Voice, und sagt hier, ihr seid mir zu kritisch, ich möchte irgendjemand haben, der da irgendwie Bock drauf hat, geht bitte zum Gero. Ich glaube, der hat auch gute Gründe, warum er das tut. Ich verstehe sie nur nicht, und das sei ihm auch bitte hingestellt, aber Gero ist da richtig tief in dem Thema drin. Das ist hier ein Shoutout, auch wenn wir uns beide immer kappeln, das ist eigentlich, das er sagt voll cold und ich mal so gehypt. Ist es ja an euch zu sagen, ob ihr es für euch wichtig findet oder nicht und nicht, wie wir das Ding mal sehen. Und wenn ihr da irgendwie sagt, ich möchte andere Ahnung hat, meldet euch mal bei Gero. Ein kleiner Shoutout hier an Gero, weil er ist ein guter Junge. Und wenn wir uns ein bisschen kappeln, machen wir das auch mehr, weil wir irgendwie uns gerne kappeln, weil wir uns mögen, als dass das irgendwie ernsthaft ist. Entschuldigung, muss ich mal kurz einsprechen. Kann ich mich nur anschließen. Und in diesem Sinne sind wir inhaltlich durch, oder? Ja, damit sind wir inhaltlich durch. Damit kommen die ganzen Servicemeldungen. Und zwar erstmal November, Ausblick, Events und Konferenzen. Da haben wir dieses Jahr noch eins, was ansteht. Ja, stimmt. Ja, das andere ist ja erst im nächsten Jahr, genau. Falls Rumsat hier über Truppen Gutes tun. Das ist ja nicht nur bei uns, sondern deutschlandweit in verschiedenen Städten. Wir sind wieder in Darmstadt am Start. 12.12. ist der Termin, 19 bis offiziell 22 Uhr, aber wer geht dann schon nach Hause? Da treffen wir uns auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt, Ecke Kirchstraße, Ludwigstraße. Das ist also der Teegutladen und das Schuhgeschäft so ein bisschen auseinanderkommen. Da finden wir in der Regel immer eine schöne kleine Gruppe. Ihr seid alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Ich finde ja betrunken Gutes tun
zwingt einen immer so Alkohol zu trinken. Ich finde, der trinkend Gutes tun wäre passender. Also auch nicht alkoholisch zählt. Kommt gerne vorbei, wenn ihr irgendwie was Warmes oder Kaltes zu euch nehmen wollt. Wir freuen uns über euch. Genau, also hier nochmal der Hinweis, die goldenen Trunkenbolde der jeweiligen Stadt, ja. Also jetzt wir für Darmstadt geben halt pro Getränk. Und das kann auch ohne Alkohol sein, das ist total egal, was zwischen von 19 bis 22 Uhr in dieser Gruppe getrunken wird, spenden wir 1 Euro pro Getränk. Das heißt, je mehr kommen und je mehr ihr trinkt, gerne auch Brause, das ist total egal, hier wird auch keiner gedisst, da wird jetzt echt ärger, dann ist das absolut feini. Was wir noch suchen, sind weitere goldene Trunkenbolde, weil jeder goldene Trunkenbold spendet halt 1 Euro. Das heißt, die Spende wird nicht kleiner, wird größer mit jedem, der mitmacht. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, schreibt uns ganz schnell an, dann klären wir das, weil wir haben da Zugriff auf die Seiten, können euch reinhängen und alles mit euch klären. Und sagt Bescheid, ich würde mich freuen, wenn es mehr sind, weil wir spenden, wohin geht die Spende dieses Jahr? Das war, ja, die Darmstädter Dings, ne? Ja, ich, Karl, da hast du mich erwischt. Warte, das habe ich nicht falsch. Aber steht auch von der Webseite drauf. Genau, du musst kämpfen. Kollege von, was heißt Kollege von den Lidien, die Darmstädter Regionalen kennen das, ist auch Krebshilfe bei Jugendlichen und Kindern. Genau, Krebshilfe für Jugendliche und Kinder. Ich glaube, das ist eine schöne Sache aber vor Ort in Darmstadt. Also wenn ihr irgendwie Zuhörer seid aus dem Darmstädter südhessischen Raum, meldet euch einfach, dann seid ihr mit auf der Seite. Und wenn ihr seht, es gibt sogar einen Backlink, wow, von der Betrunken Gutes tun Seite, die ist auch schon uralt, die war ja schon vor dem Internet quasi da. Und geht für einen guten Zweck und dementsprechend auch da sind wir, wollen da nicht zwingend alleine stehen und freuen uns für jeden, der mitmacht. Genau. Dann kommt schon das neue Jahr und in dem neuen Jahr gibt es natürlich eine neue SMX, die SMX 2020. Und da haben wir ja jetzt schon den letzten Interview-Podcast gehabt mit Valentin zu dem ganzen Thema Discover Traffic Monster. Wenn noch nicht reingehört, dann mal reinhört. Ich weiß, ich halle da wie Hölle, es tut mir sehr leid, ich habe keine Ahnung, warum. Es war hier beim Reden nicht drin, war in der Aufnahme, ich habe es nicht mehr rausgekriegt, aber ich fand trotzdem das Thema zu cool. Und es sind noch weitere Interview-Podcasts mit den Referenten der SMX 2020 geplant. Seid da mal gespannt. Ich bin gerade dabei, den neuen Termin zu vereinbaren, schon mit der nächsten Aufnahme, die wir dann auch noch im Dezember raushauen wollen. Und wie gesagt, 18. und 19. März kommt vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben wieder einen Deep Dive zur Search Console. Wer hätte es gedacht? Verrückt. Ja, unglaublich. Gell? Diese Search Console gibt halt auch einfach eine Menge her. Die Webmaster und keiner kann besser tun. Genau, die Webmaster-Tools. Und wenn ihr Bock habt, hinzugehen auf die SMX, wir haben natürlich immer noch unseren schönen Rabattcode für euch, Termfrequenz SMX, alles in groß geschrieben. Termfrequenz SMX, relativ einfach zu merken. Es gibt nochmal 15% Rabatt. Und dann ist das Ganze, denkt dran, ist ein Ticket für 2 Tage. Wenn ihr es runterrechnet auf dem Tag, ist das Ding eigentlich nicht sonderlich teuer. Es geht halt nur 2 Tage. Kann es euch wirklich dringend empfehlen, hinzugehen. Das Line-up ist wirklich fantastisch wieder. Die Themen sind wirklich sehr cool. Ich muss mal zusammenschreiben, was so meine Wunschliste wäre, wo ich überall hingehe. Ich kann ja nicht überall hingehen, wo ich gerne möchte, weil ich Moderator bin. Was ich mich aber immer darum bitte, ist zu werden, ist jetzt hier nicht, dass Sandra mich dazu schlägt, sondern umgedreht. Ich bettel eher, das werden zu können, dann, um mich selber so ein bisschen zu gamen, weil sonst dann darf ich nicht auf dem Flur rumstehen, sondern muss in Vorträge rein. Und zwar in Vorträge, die ich mir persönlich wahrscheinlich nicht anschauen würde, weil es nicht mein Themenbereich ist, die dafür dann aber umso spannender ist, wenn man sie moderiert oder drin sitzt und sagt, siehst du, also ich trinke so ein kleiner Lifehack des selber Austrickens an der Stelle. Aber wie gesagt, kommt vorbei, es wird cool, freut euch schon auf den nächsten Podcast und wer Valentin noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mithören. Und wir haben noch ein paar Jobs für euch. Also für jeden, der auf der Suche ist nach einem Job, und zwar die Kollegen von meiner Stadt hier in Person von Paul Schreiner, sehr netter Kollege, ich war schon mit ihm vor Ort und hatte einen sehr angenehmen Tag bei meiner Stadt, also es ist ein sehr angenehmes Büro, sehr nette Kollegen, die suchen einen Senior SEO und einen Technical SEO. Und meine Stadt ist jetzt auch keine ganz kleine Seite, also das, wenn die sagen Senior, dann solltest du jetzt nicht irgendwie deine SEO-Affiliate-WordPress-Seiten nach vorne gebracht haben, das wird euch da nicht helfen. Meine Stadt ist ein bisschen größer und Technical, die machen da schon
krassen Kram. Also wenn ihr fit seid und in Köln, lohnt sich, es sind sehr nette Kollegen. Und weiter geht's mit einem Top-Profi, gerade noch von ihm gesprochen. Valentin sucht für Burda Forward auch zwei Leute und einmal zwar ein Junior-SEO in der Redaktion bei Chip in München. Also da müsste jetzt weder Technical noch sonst was sein. Ihr solltet aber gerade auch schreiben können, irgendwie wissen, wie die Sachen dann auch so geschrieben werden, dass wir ranken und der Nutzer am Ende zu einer Aktion getrieben wird, wie wir heute gelernt haben. Und nicht ganz so alt sein, weil Junior heißt, wenn es geht, ohne Bartwuchs, los. Und wird gesucht ein Senior-SEO für das Thema Couponing. Und zwar wunschweise in Köln oder München, ebenfalls bei Focus Chip. Bewerbt euch schnell, guckt, dass ihr die Anstellung kriegt, wenn nicht, dass Google dann sagt, dieses ganze Couponing-Thema mit diesem SAP, hat es oben gehört und dann auf einmal ist es den. Egal, bewerbt euch einfach. Valentin ist ein super cooler Typ, lohnt sich auf jeden Fall. Wer sonst sagt, ich brauche auch noch Leute, kann uns jederzeit eine E-Mail schreiben, hier jf@gettraction.de oder SK für Stefan Keil. Ihr könnt auf stefan.keil oder jens.faultrat@gettraction schreiben und sagt, du, wir suchen auch jemand, wollt ihr uns mit reinnehmen? Ihr kriegt keine Waschmaschinen geschickt, ihr kriegt gar nichts, alles feini. Die Sachen kommen ihr rein, kostet nichts, Service für uns Hörer. Damit sind wir durch. Mal gucken, ob wir im Dezember noch so einen kleinen Roundup aufs Jahr machen. Zusammen, aber es könnte auch knallen, sehen wir mal. Aber für November haben wir immerhin hingekriegt. Und das war eine harte Nummer. Sehr gut. Das stimmt, ja. Also cool. Jetzt ist übrigens auch dunkel. Ach, sehr gut. Jetzt schon wieder hell draußen, weil ich jetzt hier das Licht meiner Monitore wieder zugeworfen kriege. Auch ein Lifehack. Genau. Cool. Dann würde ich sagen, sind wir raus. Ja. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus, SEO von uns, für euch und jetzt rank well.